Durch den Kampf gegen Konrad wuchs das Band zwischen Mario und Tippi. Eine neue Welt wartete hinter der vierten Tür auf beide. Eine Welt, die noch merkwürdiger war als alles bisher Gesehene. Um das nächste reine Herz zu erlangen, würden sie neue Prüfungen bestehen müssen. Wir legen los mit Kapitel 4, 4.1. Ab ins Weltall. Tja. Welcher Spruch bietet sich da mehr an als... Ich bin im Weltraum. Weltraum! Kenn nur Portalkundige. So viele Sterne im unendlichen Galaxienrund. Hm, alles voller Sterne. Sieht aus, als wären wir im Weltall. Oh, Moment, das heißt doch... Was ist los, Mario? Ah, natürlich, hier gibt es keinen Sauerstoff, den brauchst du aber, oder? Oh, oh je, Mini, was soll ich nur tun? Also, mal sehen. Ja, naja, also, aber, also, nein! Tippi setzt Verzweifler ein. Das war sehr effektiv. Also, nix mit Kapitel 4.1? Wir werden sehen. Hey, bitte wach auf! Alles in Ordnung? Ein Glück! Ich weiß nicht, wie ich uns zurückgebracht habe. Es ist einfach passiert. So können wir dort nicht bestehen. Wir sollten Merlin um Rat fragen. Ja, kein Sauerstoff ist so eine Sache. Ich kann auch nicht genau überprüfen und sagen, ich weiß das nicht erfahrungsgemäß, was passiert, wenn ein Mensch in den Weltraum geht, aber angeblich bläht er ja auf. Ich habe das selbst nicht ganz verstanden, warum das so ist. Aber ich glaube, das will man nicht so wirklich. Nee, so Menschen im Weltraum schmeißen, der platzt. War auch bei den Simpsons. Nein, das ist aber wirklich so, angeblich. Oho, das war jetzt aber sehr schnell. Habt ihr das reine Herz schon gefunden? Träumer. Nein, Merlin. Diese Tür führt direkt ins All. Ins All? Oho, das war sicher keine sehr angenehme Überraschung. Ja, es gibt dort keine Luft, also können Mario und seine Freunde nicht atmen. Hm, ich denke, ein Astronautenhelm würde hier weiterhelfen. Und du hast einen? Ich habe natürlich keinen Helm. Aber etwas, das so ähnlich ist, sollte schon reichen. Ne. Und hier habe ich... Verflucht! Was ist? Oh, ich könnte. Ich habe vor kurzem meine Regale entrümpelt. Und ich hatte den perfekten Helm, aber ich habe ihn an jemanden verschenkt. An wen? Oh, an irgendeinen Jungen. Ich war zu faul, ihn zum Altglas zu bringen. Ihr müsst den Jungen finden und es ihm erklären. Holt ihn euch zurück. Kein Problem, schnellster Weg dazu ist... Exakt so. Bin ja schon mal im letzten Part runtergesprungen hier von der Klippe. Aber man soll... Oder? Ist egal, welche Richtung, ne? Da habe ich ihn nämlich auch schon gesehen. Und jetzt hat er auch das Goldfischglas. Wir werden das gleich nochmal analysieren und studieren und uns beraten, ob das alles so funktioniert. Hä? Ob Melon mir sowas wie einen Helm gegeben hat? Meint ihr das Goldfischglas? Mein Captain Kieme hat in einer Tasse gewohnt, aber er ist zu groß geworden. Ich sag euch mal ganz ehrlich, man streitet sich drüber. Ne? Man streitet sich drüber. Wenn du zu einer Tierhandlung gehst oder in eine Aquaristik, die werden dir sagen, du brauchst tendenziell brauchen auch Fische genügend, ich sag mal, Auslauf. Bestimmte Arten vor allen Dingen. Ich sag mal so, ein typisches Goldfischglas ist für einen Goldfisch nicht in Ordnung. Sagen wir es so. Ich weiß nicht, wie das so bei so kleinen Guppies oder Mollys sind, aber so ein Goldfisch, den im Goldfischglas zu halten, ist nicht die richtige Sache. Nicht artgerecht. Es ist einfach so. Ich sag's euch, wie es ist. Ja. Das ist ein Mythos. Das wurde vielleicht früher so gemacht, weil man es nicht besser wusste. Aber weiter. Vor allen Dingen in der Tasse. Was ist das für ein Leben? Er hat sich total gefreut, als ich das Goldfischglas gekriegt habe. Aber jetzt ist er sogar schon so zu groß für das Glas.
Ich weiß was. Vielleicht könnt ihr ein schönes Plätzchen für Captain Kieme finden. Der Captain soll frei sein. Dann kriegt ihr das Glas. Klingt gut, oder? Aber wohin mit ihm? Er soll in meiner Nähe sein. Ihr müsst mir helfen. Noch nicht verwendbar. Lasst zuerst den Fisch frei. So, die nächste Toilette. Sagt er noch was? Gute Reise, Captain Kieme. Vergiss mich nicht. Ja, Kieme oder Kimme, das ist ein schmaler Grat, würde ich sagen. Captain Kimme. Verhält sich ein bisschen so wie bei Banjo-Kazooie mit dem guten Geryll. Der gute Geryll, der freigelassen wird in Banjo-Tooie. Im Graben von Spiral Mountain. Mit Captain Kieme müssen wir zu diesem Brunnen hier. Nein, Spaß. Reicht das aus? Hätte sein können, dass man da fragen kann. Also, es geht immer tiefer hinab. Der Typi, der muss aber auch wissen, wo der ist. Der weiß es doch gar nicht. Hier unten neben der zwielichtigen Bar. Im letzten Part waren wir in der Bar. Auch hinten bei der, ich weiß auch nicht, Spielothek, Casino und was weiß ich. Diese drei Minigames, die haben wir uns angeschaut, ne? Also wer es nicht gesehen hat, wisst ihr Bescheid. Das sieht nach einem guten Platz für den Captain aus. Willst du ihn hier freilassen? Freiheit für Captain Kimme. Das Goldfischglas ist leer. Jetzt kannst du es als Astronautenhelm verwenden. Jetzt können wir ins Weltall. Also nichts wie zurück zu dieser Tür. Machen wir so. Und den kann man auch immer mal wieder besuchen. Ich hoffe, ich denke dran. Kann man ihn auch analysieren? Okay, wir können ihn nicht. Alles klar. Ich sag mal, was sagst du eigentlich zu den neuen Pixeln, die du selbst noch nicht kennst? Das ist Stampfo, das voluminöse, in den Boden erschütternde Pixel. Er wartete am Boden des Kachelmeers auf die Ankunft des Helden. Wenn es ums Ringen und Umfänge aller Art geht, ist er in seinem Element. Wo weißt du das? Du warst doch gar nicht dabei. Was mit Surfer? Das ist Surfer. Du kannst es auf diesem Pixel über Wasser und Hindernisse gleiten. Surfer wurde von Konrad in seinem Fort gefangen gehalten. Er ist ein emotionaler Pixel, für den die gleiche Wellenlänge sehr wichtig ist. Vielleicht haben die Pixel untereinander ja geredet und zwischen sich vorgestellt und berichtet, was passiert ist. Das ist Pixu. Er generiert ein undurchdringliches Feld um dich herum. Pixu hatte genug vom Schlafen und traf dich, als er sich etwas umsah. Den legendären Helden nicht erkannt zu haben, ist ihm ein bisschen peinlich. So, erneut gehen wir nach oben. Jetzt haben wir den Helm. Was steht denn da? Na gut, ich guck gleich nochmal. Sollen wir nochmal zu Merdon gehen? So viel Zeit muss sein, wir haben ja keine Eile. Uns erwartet nicht das größte Kapitel. Wollen wir uns drüber unterhalten, dass ein Goldfischglas jetzt auch nicht ausreicht, um im Weltall zu überstehen? Ihr könnt es ja mal ausprobieren. Ich meine, allein das, selbst wenn das komplett fest umschlungen ist, okay? Die Luft und der Sauerstoff in dem Goldfischglas ist ja sehr begrenzt. Ich weiß nicht, wie lange... Das ist, als würdet ihr euch einen gelben Sack überziehen. Ja. Also wir nehmen es mit viel Fantasie hin, aber auch an die ganz Jungen unter euch, das funktioniert so nicht. Oho, ihr habt es. Es riecht ein bisschen streng, aber da müsst ihr durch. Seid vorsichtig da draußen. Alles klar. Let's go, Pikachu. Stülpt sie dir über, passt, wackelt und hat Luft. Ich meine, in Super Mario Land 2 sah es auch nicht anders aus. Es ist das Goldfischglas aus Super Mario Land 2, 6 Golden Coins. Und generell, Weltall-Level sind eine gute Sache, finde ich. So Mario Galaxy. Das ist ein 3D-Jump-Run. Ich will 2D-Weltraum-Level, so wie in newer Super Mario Bros. Wii. Okay, nochmal rein nach 4-1, jetzt aber wirklich... Ta-ta-ta-ta! Möchtest du den Helm aufsetzen? Nein. Es ist gefährlich, einfach so im Weltall rumzuspazieren. Bitte setz einen Helm auf. Boah, also ich bin mir jetzt schon ein bisschen... Ich muss mal ganz kurz Absicherung treffen, nicht, dass gleich wieder Game Over angezeigt wird und ich bin nicht vorbereitet. Nein, ich setz keinen Helm auf. Was willst du? Es ist nicht wie im Wasser. Ich muss leider auf den Helm bestehen.
Möchtest du einen Helm aufsetzen? Du scheinst nicht sehr gerne zu atmen. Bitte setze den Helm auf. Nee. Ich verstehe es nicht. Bitte setze den Helm auf, solange du noch kannst. Weißt du nicht, was passiert, wenn du ihn nicht aufsetzt? Was Schlimmes? Willst du das? Ach so, nein. Dann setz den Helm auf. Müsst du den Helm aufsetzen. Weißt du nicht, was passiert, wenn du ihn nicht aufsetzt? Was Schlimmes? Willst du das? Ja. Begreif es nicht. Du willst also nicht atmen. Doch. Dann setz den Helm auf. Aber haben ordentlich Zeit zum Diskutieren, oder? Weißt du nicht, was passiert, wenn du ihn nicht aufsetzt? Was Schlimmes? Willst du das? Ja. Begreif es nicht. Du willst also nicht atmen? Nein. Und du bist dir ganz sicher? Ja. Wie konnte ich nur so blöd sein, an dich zu glauben? Jetzt ist Schluss! Wir haben es mal wieder geschafft, Freunde. Wir haben es mal wieder geschafft. Und das meinte ich mit Vorbereitung, weil ich bin ja nicht ganz von Dummsdorf, ne? Wir setzen den Helm auf. Ist es jetzt besser? Kannst du jetzt atmen? Ja, fragt sich wie lange. Na dann, lass uns gehen. Das reine Herz ist irgendwo in diesem Sternenmeer. Das wird unerforschte Weite. Ja, einfach nach oben, unten drücken. So eine Art. Dididit. Was ist ein Dididit? SOS! Woher kommt das? Von hier? Aha! Hier ist etwas. Was ist denn das nun wieder? Warum war es hier versteckt? Weißt du, wenn die einen so blöd fragen, willst du atmen? Ja, was soll man denn noch antworten? Ha, ist es ein Raumschiff? Sieht so aus. Morgens 9:30 in Deutschland. Guten Morgen. Hallo, Ab. Liebe die Klachlorb, morgen Klärb. Oh, wer bist denn du? Vielleicht ein Außerirdischer? Ihr sucht das reine Herz, Klärb, ihr seid niedlich. Warum weißt du über uns und das reine Herz Bescheid? Arbeitest du vor Graf Knickwitz? Antworte! Nö, guck nicht so böse. Ich bin Klärps, ich bin euer Captain Klop. Und wenn ihr das reine Herz wollt, müssen wir zusammenarbeiten, Klärp. Was soll das heißen? Erklär uns das bitte. Klärps kann jetzt nicht reden, aber ihr müsst Klärps vertrauen. Folgt mit Klärp. Das werden wir nicht. Wir haben dich gerade erst getroffen und... Klappe! Folge dem Captain für Raumkadetten und für dich wie die Oberste. Ja, genau. Du antwortest nur noch mit Ei, Ei oder Jawohl, verstanden? Jawohl. Klärp, du scheinst kapiert zu haben, Klärp. Ist das in Ordnung? Klar. Wenn du meinst. Sehr gut, auf geht's. Fertig machen wir Klappgeschwindigkeit. Wir werden auf direktem Weg zum reinen Herzen fliegen. Um Klappgeschwindigkeit zu erreichen, brauchen wir eine Menge Energie, Klärp. Ihr strotzt nur so vor Energie. Gebt sie, Klärps. Sogar um Klärps deine Energie zu geben. Halte A gedrückt, bis du genug Energie hast und dann lass los. Nicht gleich loslassen, halten, Klärp, halten, halten. Versuch's nochmal, Kadett, halte A. Ist ja gut jetzt. Oh mein Gott. Hurra! Und los geht's, Klapptempo. Mopsgeschwindigkeit. I had to tie. Space Taxi to the sky. Mach Beine auseinander, mach Beine wieder zu und raus bist du. Und jeder, der es nicht kennt, hält mich jetzt für ein bisschen komisch. Klapp! Na, das ist ja nichts Neues. Ja, wir sind nicht mal in der Nähe des reinen Herzenklubs. Es ist die ganze Energie, die du hast, Klapp! Nutzloser Kadett, wie konnte Klapps und denken, du hättest genug Energie? Dank dir müssen wir uns jetzt auf herkömmliche Weise bewegen. Es ist noch ein weiter Weg zum Einherzen. Du musst Weltall kraulen. Mit zwei kannst du meinen Clip-Laser einsetzen, Clip. Feuerkadett! Attacke! Nimm dies! Ja, Gegner, die wollen wir auch mal scannen.
Fast vergessen nach dem dritten Kapitel. Eine Qualia, diese seltsamen gallertartigen Kreaturen schweben im Weltall. Maximale KP 4, Angriff 2. Sie schweben in Richtung potenzieller Beute, haben aber alle Zeit der Welt. Beobachte ihre Bewegung, danach sollte es nicht schwer fallen, ihnen auszuweichen. Ja. Dann in 3D. Nö, da ist nichts zu erkennen. Wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Wir bewegen uns, sagen wir, durch die Milchstraßen fort. Obwohl es ein wie sagt man dazu? Verdammte Axt. Sternzeichen. Sternbilder, oder? Sternbilder ist der Begriff, den ich suche. Der fällt uns auffällig, aber das ist doch nichts. Na, der große Wagen, der kleine Pilz. Oder so ein auffälliger Felsen. So welche muss man im Blick haben. Ja, ganz ehrlich. Ja, ein Weltraumshooter der anderen Art. Man kennt. Cardius, Parodius, R-Type. Solche Geschichten gab es in den 80ern und 90ern in Massen. Dass ich Parodius natürlich dazu zähle, das ist meine Komischkeit. So, wir haben hier so ein Feld, aber das ist auch das Einzige, ne? Gut, dann machen wir uns erstmal auf den Weg. Wir brauchen ein bisschen Orientierung für diese einzelnen Felder. Wer bist du denn jetzt? Hallo. Funktioniere. Diesen Organismus aus dem Weltall nennt man Photon. Er wird von kleinen blauen Partikeln umkreist. KP 8, Angriff 2. Diese Gegner sollten kein Problem darstellen, aber lass dich nicht umzingeln. Das gibt gut... Freunde, das gibt hier gut Erfahrungspunkte, aber die auch wirklich jeder mitnimmt. Deswegen ist es kein wirklicher Vorteil, würde ich sagen. Also wer hier nur durchfliegt und... keine Gegner abschießt, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Zwei verschiedene Wege. Ich glaube, die führen zur selben Stelle. Wir gucken mal. Zum Blumensternbild nämlich. Zack, Bumpeng. Guck ich mal, ist das der andere Weg gewesen? Ja, guck an. Also die wollen es verwirrend machen, aber eigentlich führen beide zum selben Gedingsgedöns. Gut. Passt, wackelt und hat Luft, Freunde. Kann ich hier auch gedrückt halten für mehr Energy? Nee. Ich dachte erst, das war gemeint. Dass wenn man gedrückt hält, dass es mehr gibt und so. Aber die vertragen ein bisschen viel, also 8 mit den 2 Treffer. Und dann geht's wieder weiter. Aber in einem einzelnen kleinen... ich weiß auch nicht, wie man es nennen soll. Wurmloch. So ein bisschen. Also, wir haben ein großes Weltraum-Kapitel vor uns. Das wird auf jeden Fall ein Spaß. Ein Vapid. Dieses Energiewesen bewegt sich schnell durch Zeit und Raum. KP 10, Angriff 2. Interessante Entdeckung, jagt es über lange Strecken nach. Sei vorsichtig, es hat eine hypnotisierende Wirkung auf viele Wesen. Ich glaube, das ist nach einem, den ich direkt abwatzen möchte. Kommt wieder? Nee, der hat sich teleportiert. Gut. Ah, guck, hier ist eine Karte. Wie komme ich denn runter, sag mal? Da muss ich erstmal so... oh, das ist interessant. Erstmal die richtige Höhe, weil ich kann mich ja jetzt nur in den Raum bewegen. Ich kann nicht springen oder so. Die Superfangkarte. Okay, klappt fast immer. Ja, mehr haben wir hier nicht. Das klingt ja fast nach einem Problem. Ich gehe mal so weiter. Lucky machen. Okay, in die Richtung jetzt. Nach hinten wollten sie. Lass dich nicht umzingeln. Na gut. Mögt ihr denn so Weltraum-Shooterchen? Wie gesagt, R-Type ist eine gute Sache. Ist, glaube ich, auf dem SCDS Mini auch mit drauf. Ist so ein Vorzeige-Ding davon. Aber ich habe schon ganz krasse Sachen gesehen. Früher in Maniac-M-Games auf der DVD auch so ein super Speedrun drauf. Das sah einfach nur krank aus. Weil Milliarden Hindernisse im Weg waren und Geschosse und Pipapo und... das Raumschiff ist alle Maus hier wischen, sag ich dir. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist.
Wo führt das denn jetzt hin? Zurück zum Pilz? Hat das eine Richtigkeit? Wir bleiben gespannt. Ja, ist ein bisschen simpler. Ganz im Ernst. Ist nicht so wild hier, aber... Dafür mal was anderes. Muss ja nicht immer besonders schwer sein. Da sind jetzt wieder einige Wurmlöcher. Ich nenne sie auch Wurmlöcher. Das ist eine Röhre, Alter. Sind nur in der Dimension, Tatsache. Was ist hier das Geheimnis? Ach, das befindet sich hinter dem Ding. Wenn ich das jetzt so mache... Ah, I like, das ist der Hintergrund. Ja, moin. Tja, in erster Linie freue ich mich für Mario, Digga. Kann ich auch nicht raus, ne? Das wäre ja noch schöner, umzingelt von Sternen. Habt ihr gewusst, dass Sterne nicht sternförmig sind? Das habe ich euch gegeben. Ja klar, jetzt sind wir einfach mal wieder mit Schwerkraft. Warum geht der automatisch wieder durch die Röhre zurück? Ich habe nicht nach oben gedrückt. Ich habe nicht nach oben gedrückt, ihr lieben Leute. Habe ich nicht? Nee, nee. So, doppelt. Oh, bewege ich mich schnell fort. Mm. Ich hätte keinen Bock im Weltraum, ganz ehrlich. Ich finde, da gehört der Mensch nicht zwingend hin. Das ist nichts, was mich reizt. Bei dem Weltall bist du verloren. Es gibt Leute, die fühlen sich auf der See, auf dem Meer verloren. Hallo? Aus dem Meer entstammt alles Leben. Gut, wenn du nicht schwimmen kannst oder zu weit draußen bist und dann untergehst, sieht's übel aus. Ja, aber das Weltall, das bist du umzingelt vom potenziellen Tod für den Menschen. Versteht ihr? Und die Schwerelosigkeit. Klar, das kann man managen, aber ich sehe da keinen Reiz. Also das war nicht so gedacht von der Natur. Da versuchen wir, die Natur auszutricksen oder über den Tellerrand hinaus zu gehen, was ich für die Wissenschaft auch okay finde. Aber ich persönlich, ne, sag da, es gibt ja Leute, die würden am liebsten, oder gibt's das schon? Die bezahlen dafür, damit die das Erlebnis haben. Stephen Hawking auch, zum Spaß an der Freude. Ach, Stephen Hawking? Ins Weltall gejumpt. Es ist interessant, aber ich habe keine Ahnung. Das ist wirklich nicht so ungefährlich, würde ich mal schätzen. Oder bin ich so ein großer Angsthase? Sage ich jetzt mal kinderfreundlich. Bin ich ein zu großer Angsthase? So, wir haben das Ziel. Oder würdet ihr euch mit einem Goldfischglas und einem Alien an der Hand hier durch das Weltall schlängeln? Schreibt's in die Kommis. Und das war's auch schon wieder. Das war's schon wieder. Mit dem Vorgeplänkel, mit dem bisschen Umschauen. Ja, ich denke, wir haben es ganz gut gefüllt, ne? Reißt euren Daumen ab und gebt ihn mir bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao.